Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben im letzten Part angefangen mit Mistcraft. Wir müssen aber noch ein paar Sachen machen. Und zwar die zwei Bücher. Einmal können wir gleich mal kurz nachschauen. Ja, das hier. Was wir kein Crafting-Rezept haben. Und das hier. Und ich denke, ich weiß, wie man die macht. Man braucht sehr viel Leder dazu. Also das Grüne braucht ein Leder und das andere wahrscheinlich drei. Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen veraltet ist. Aber ja, so kann es gehen. Mal schauen. Es wird ja viel gewechselt in diesem Mod die ganze Zeit. Da weiß man immer wieder nicht genau, wie craften und alles mögliche. Ja, und es kann sein, dass es wirklich eine Fail-Welt wird. Da kann ich nichts machen. Versuchen wir es dann einfach später wieder. Und ja, ich möchte hier noch kurz die Chili nehmen, ein bisschen Ananas und hier die Beeren. Sodele. Dann Kühe. Gebt mir mal ein bisschen Leder. Sodele. Man kann nie da drauf. Ja, wir brauchen bald Schafe. Das müssen wir unbedingt haben, aber ja, die nicht von dort oben runter zu bringen ist ja für mich einfach zu nervig. Da müssen wir warten, bis wir die Portal Gun haben und die Hühner haben nicht mal Hunger oder Lust. Gott, oh Gott. Fünf Leder, ja. Da wird momentan noch nichts. So, dann gehen wir wieder runter. Hier könnten wir auch noch ein bisschen Weizen anpflanzen neu. Ach komm. Dann haben wir eigentlich sehr viel. Was wir machen können, ist auch die Kühe noch ein bisschen vermehren und das dann wieder zu töten. Aber ja, das ist ja, wenn wir mal ein bisschen weniger Machstress haben, sozusagen. Weil, ja, ich will ja euch auch etwas bieten und zeigen. Es ist klar, ja, das Projekt kommt auch noch nicht so gut an. Das ist klar, es ist ein Minecraft-Projekt und Minecraft hat langsam einen richtig schlechten Ruf auf YouTube, weil einfach die Leute alles sofort langweilig finden. Und gleich ablehnen, was mit Minecraft zu tun hat. Das geht nicht mehr so. Hm. Und das finde ich ein bisschen schade. Also es ist klar, Projekte werden mit der Zeit langweilig, aber ja, da gehen einfach gute Projekte ein bisschen den Bach runter oder so. Oder nur die guten, also die bekannten YouTuber haben Erfolg mit solchen Projekten. Ich möchte einfach etwas bieten, was jetzt hier niemand hat. Und da muss ich halt auch ein bisschen zeigen, weil wir werden so coole Sachen machen können zusammen. Da geht halt 100 Parts oder mehr, bis man da mal ein bisschen vorwärts machen kann. Aber dann wird es richtig cool, also es lohnt sich. Es lohnt sich auch, mich ein bisschen zu supporten. Ich bin ja einer, der eigentlich alles selber so ein bisschen auf die Beine bringen muss, weil ich jegliche Werbung einfach ein bisschen ablehne, nie selber Werbung machen will, weil es einfach, ja, in der heutigen Zeit ist einfach zu viel mit Werbung. Es geht, die meisten Sachen gehen einfach nur noch mit Werbung und das geht einem mega auf den Sack. Und deshalb möchte ich da das, ja, nicht noch supporten. Ja, jetzt müssen wir noch überlegen,
Den brauchen wir nicht mehr. Ah, so geht das Misscave-Buch. Okay, gut. Ja, ich brauche Lenkpens nochmal. Aber wir haben jetzt mal ein Buch. Das legen wir hier drauf. Und jetzt müssen wir beten. Bitte eine gute Minecraft-Welt. Das Buch unbedingt immer mit O-Word verlinken zuerst. Sonst habt ihr keine Rückkehrmöglichkeit. Ich habe dafür auch die Map mal gesaved, den Speicher. Dass wenn wir mal das wirklich vergessen, dass wir ja nicht irgendwie eine neue Welt machen müssen. Weil Minecraft einfach nicht anders kann, als halt ein bisschen unfair zu sein, wenn man ein paar Fehler, wenn man etwas vergisst oder so. Aber ja, jetzt geht es einige Zeit. Die Welt muss natürlich zuerst kreiert werden und dann auch geladen werden. Aber sollte eigentlich gehen. Es ist eine Schneewelt, kann es sein? Nö, kann nicht sein. Und immer einen Spawnpunkt machen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Holz zuerst. Wieso ist es Nacht und wieso leckt es kurz einen Moment? Ja. Aber das ist eine Arme. Jeder Let's Player, der mit Mods arbeitet, hat diese Ladefehler. Also, dass es halt leckt während dem Kreieren der Welt. Ja, ungenau wieder. Hallo? Vielleicht ist es einfach ein Spawn. Ah, das sind fliegende Inseln, die lecken sowieso immer. Aber cool. Ja, danke schön. Misscraft, du bist immer so richtig geil, performance-freundlich. Aha. Wir können nichts machen. Oder wie weit müssen wir weg? Es ist halt auch schwer, jetzt momentan, weil es Nacht ist. Wir müssen die andere Seite. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht runterfahren. Aha. Also, eben, es braucht einige Zeit, bis es dann wieder flüssig läuft. So, wir haben so viel hier im Inventar, dass wir halt immer wieder Ding brauchen. Also eine coole Welt ist es. Jetzt muss ich kurz schauen. Aha. So. Weil wir müssen hier das Buch hinsetzen. Ich mache das mal hier nebendran, dass wir so weit wie möglich am Abgrund weg sind. Vom Abgrund dann weg sind. Und schauen, dass kein Ding da ist. Wir haben keinen Stein. Aber wir haben hier auch Planeten. Das ist richtig cool. Ich brauche ein bisschen Stein für eine Axt. Ja, das ist extrem, was da an Performance, also wie viel Performance so eine Welt braucht, das ist hat sehr mit Lags behaftet. Ja, toll, wir haben hier nur Gravel, aber nicht genügend. Ja, doch, wir haben schon drei. So, dann haben wir wenigstens noch eine Axt. Was ist das? Loamy Dirt. Komisches. Oh. Wenn wir hier irgendwo angegriffen werden und herunterfallen. Boah. Wir könnten ein bisschen Kohle abbauen dort oben, aber. Nein, danke. Wo wollen wir dann hin? Ist hier eigentlich immer Nacht? Kann es sein, dass es. Nein, es ist nicht immer noch gut. Ja, ich habe schon Respekt vor dieser Welt, dass immer, weil es halt auch immer wieder zu Lecks kommt. Zu großen Lecks. Ja, es hat auch eine schlechte Welt, so zum. Ach Mann, das ist ja Wahnsinn. Ich möchte am liebsten in diese Richtung zum. Zu diesen Strängen da oben, diese.
Ist das Eis oder ist das... Ja, das ist Eis. Ja, dann müssen wir dort zu den Gräbern gehen. Ich will das mal anschauen, was das für gelbe Teile sind. Das kam da. Ist da ein Schleim... ein Gräber und... Ja, ein Schleim war das. Okay. Ein komischer Schleim. Es leckt zu sehr, das ist das Problem. Es wird immer wieder irgendwo generiert. Ja, die droppen aber das gleiche. Ah, matt. Okay, I'm so plenty, gut. Jetzt hör auf lecken, bitte. Das ist... Es wird immer irgendwas Großes generiert, auf einmal. Und das macht halt immer diese Lecks, das ist gigantisch schlecht. Ah, schaut mal an. Ja, aber das lieber in der rechten Welt. Also, die ist mir zu laggy. Wir gehen wieder raus aus dieser Welt. Das ist blöde. Dann werde ich die auch dann mal wieder löschen. Weil, ja, es ist nur eine schöne Welt, klar. Aber ihr seht, es passiert halt zu viel. Und plötzlich ist man dann an einem Abgrund und hat dann Gefahr runterzustürzen. Also, für mich nichts. Oh. Schade. Ne Scheiß mit. So, ja. Ich werde mal. Ja, ich werde das Buch jetzt einfach mal wegwerfen. Naja, die Welt gelöscht wird. Sonst haben wir die ja immer wieder. Und zwar werden wir die einfach mal hier. Nicht gerade an die Bäume, die wir dann vielleicht mal abbauen müssen. So. Ah. Dann machen wir das anders. Nehmen das Feuerzeug. Ich glaube, das geht. Ja, das geht schon. Lava. Du könntest dann mal in die Lava werfen oder so. Ja, gehen wir mal zu. Gehen wir mal in die Hölle und werfen es rein. Genau. Berufskraut. Es gibt immer was zu entdecken. Ich find's richtig genial. Aber ohne Lex, bitte. Tschüss. So. Wollen wir gleich ein bisschen hier bleiben? Ja, wir haben. Eigentlich will ich noch in die andere Festung dann. Aber sie ist zu gefährlich, also. Dann lieber mit der Portalgun ein bisschen herumschießen. Ich glaube, das geht. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie hoch die Reichweite ist eben. So, mal das Zeugs reinlegen da. Das. Schleim, matt. Dann mache ich die Wasserflasche mal hier hin. So. Ja. Und hier. So, dann. Die Schere kann ich auch mal weglegen. So, Delle. Jetzt können wir noch ein bisschen enchanten. Wieso nicht? Mit Glück. Ja. Können wir noch eins? So, jetzt. Gut. Also. Demnächst. Wieder eine Weltmisskraft, aber wir brauchen ja Leder. Unbedingt viel Leder. Sonst, ja, mal ein bisschen Zuckerrohr farmen. Ja, werden wir wieder mal ein bisschen
umschauen hier in dieser Welt. Ein bisschen auf Reisen gehen. Es gibt viel zu entdecken. Da ist noch Leben. Aha. So. Bisschen um den Garten kümmern. Ja. Da ich jetzt noch nicht alles gut reif. Machen wir mal nur die Kerne hier. Weizenkerne. So. Habt ihr jetzt eigentlich Hunger? Okay, so, es war aus, als würden die nicht. So, ja. Jetzt will ich kein Huhn mehr. Schade. Da will noch ein Huhn. Ah, das ist das Einzige. Naja. Also, ja, wir haben sehr viele Diamanten. Wir haben sehr viele. Andere jetzt, meinen müssen wir jetzt momentan also noch nicht. Ich möchte gerne in diese Richtung gehen. Dort ist auch noch eine Wüste. Dann gehen wir mal zu dieser Wüste. So. Also eben, jetzt haben wir momentan wenig zu tun. Wenig Rohstoffe fürs Bauen. Wir brauchen ein paar wichtige Sachen einfach. Und, ja. Dazu müssen wir einfach jetzt momentan ein bisschen auf Reisen gehen und uns um Mistkraftwerken kümmern und um den Nefer. Aber ja, momentan ist halt auch sehr gefährlich im Nefer. Ah, Schweine haben wir da. Die könnten wir dann mal holen, aber. Ja, dann nur zum Fleisch. Wir werden ja eigentlich die ganze Zeit Steaks essen. Naja. Also Schweine haben wir. Hier haben wir einen Roguelike Dungeon. Soll ich den auch markieren? Ich mache, glaube ich, Roguelike Dungeons immer. Was ist der Eingang hier? Ich mache Roguelike Dungeons immer. Mache ich mal das anders. Ändern. Meteoriten möchte ich gerne so grau machen. Rockware. Ist das der erste? Ja. Eins. Immer rot. So. Dann machen wir irgendwie gelb immer die Häuser von uns und ja. Was denkt ihr so, was man alles noch machen kann? Umfärben. Zum Beispiel Underground-Sachen immer braun. Und fliegende Sachen oder so immer blau. Je nachdem. Und spawn immer so rosa, violett oder so. Ja. So. Also wo haben wir die Wüste? Da unten. Sieht man die gar nicht von hier. Was ist das? Migmalit. Haben wir schon Zeit? Ja, wir haben schon Zeit. Dann kommen wir zum nächsten Part. Wie immer unten in der Beschreibung kommt, sieht man wann den Link zum nächsten Part oder die Playlist. Also Dankeschön fürs Schauen, eine Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.